Hallöchen und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Ich bin der Gunnar alias die Pferdekokette und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Review hier auf meinem Kanal. Diesmal geht es um Way Too Far. Die hatten wir bereits, eine Melodic Metal Band aus Berlin. Gestern hatten wir Epica mit fetten, bombastischen Symphonic Metal. Heute machen wir es ein bisschen melodischer auf den Sonntag. Ich freue mich drauf. Guckt euch mal dieses mega geile Cover an. Und ich würde sagen, wir lassen schon mal im Hintergrund das Album laufen. Ich glaube, das Album erscheint, glaube ich, am 2. Dezember, wenn ich es richtig verstanden habe. Und ich würde sagen, wir hören mal direkt rein in den ersten Song schon mal. Das ist Mirage mit Lost Endeavor, glaube ich. Damit wir einfach mal einen kleinen Eindruck haben. Ich kenne das Album selber noch nicht, aber ich habe das bei Instagram gesehen und ich fand dieses aber so geil, diese Rottöne, das sieht so, so mega geil aus. Hat so ein bisschen was, ja, so arabische, ne? So. Ah, würde ja auch passen zum Cover. Red Horizon. Ich wollte mal kurz gucken. Genau. X-Mess Metal Guts. Da spielen sie. Und wir hören gerade die Heike im Hintergrund. Die waren gestern noch live. Ich habe es gestern nicht geschafft hinzugehen. Ist die Sängerin, ne? Aber fetzt. Ist halt nicht so extrem schnell. Genau, Heike. Oh Gott. Ich zeige es euch einfach mal. Könnt ihr das lesen? Ist schwierig ein bisschen, war. Also wir haben Heike an den Vocals, Joachim an den Gitarren, Ralf an den Drums, Victor am Bass und Martin an den Keyboards. Record and produced at the Hidden Planet Studio by Jan Urbeck. All the songs composed by Way Too Far, except You Can't Hurt Me, composed by Off My Way. Alle Lyrics sind bei Heike. Except Straight On, written by Sarah Mulch. Artwork und Layout made by Gogo Melon. Foto bei Andreas Bär. Finde ich sehr geil. Also ich muss echt. Ich finde diese Farben halt geil, ne? Kann ich anders sagen. Dann wird auch meine Rückseite gesagt, wir haben ja 2, 4, 6, 8, 9 Songs. Ich würde sagen, wir gehen aber mal zu Devil's Flame. Hat schon mehr sowas Rocklastiges, ne? Der Anfang. Wir schauen mal rein ins Booklet. So. Ach, ganz klassisch, ne? Ach, guckt euch das mal an, wie geil das aussieht. Herrlich. Mal gucken, ob wir auch noch ein Bandfoto haben. Haben wir. So. Sieht man das? Das ist immer so schwer, wenn man das so seitenverkehrt macht. Ist halt gewohnt ein bisschen anders, ne? Melodic Metal ist ja doch eigentlich gefühlt sehr Keyboard-lastig. Habe ich jetzt hier so nicht das Gefühl. Mehr so, ja, schon mehr so Rock, mehr so in die Rock-Richtung. Aber ich mag den Gesang. Bin mal gespannt, ich versuche zu den X-Mess Metal Guts, was ja glaube ich von, genau, vom Rock Café Herford, glaube ich, veranstaltet wird. Versuche ich hinzugehen, bin gespannt, ob ich das schaffe. Wer spielt dann eigentlich noch? Metall, Golem, Way Too Far, klar, Panzerkreuzer. Ach, kann ich gar nicht lesen da oben. Das Blaue, das sieht so abgefahren aus, aber ich kann es einfach nicht lesen. Vorverkauf ist 25 Euro, Abendkasse 28 plus Gebühren. Ah, von Brutz und Backe, auch Sponsor Rock Café Herford, da haben wir es. Kann ich nur empfehlen, wenn ihr mal in Berlin seid, geht mal hin, oder muss man die Gläser machen, sonst kann ich nicht reden, sonst brüll ich irgendwann. So. Ja, geht da mal unbedingt hin. Ich war da ja mit Wolle von Rotten Noise TV seit Ewigkeiten, Mann. Oh Gott, deswegen haben wir uns abgeballert. War das, ja, herrlich. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht.
Lass mal zu Flashback gehen. Ist der 2, 4, 5. Oh, haben wir die Ballade erwischt? Haben wir die Ballade eventuell erwischt? Das wäre ja natürlich auch nicht schlecht. Ich ziehe das mal hier hoch. Da muss ich jetzt nicht immer ständig wegmachen. Balladen immer. Oh, schönes Gitarrenspiel. Geil, Mann. Finde ich gut. Herrlich. Aber ich finde schon mal nochmal vielen lieben Dank an Away to Farbe, an Heike, die auf mich zugekommen ist und gefragt hat, ob ich mal schon mal reinhören möchte. Ich fand das andere Away to Farbe Album auch gut. Hat mir auch Spaß gemacht. Habe ich auch ein paar Mal gehört. Ich finde dieses Cover so unfassbar geil. Ich bin jetzt gestern auch wieder ein bisschen unterwegs gewesen am Alexanderplatz. Na, kommt gleich ein schneller Übergang. Ja, passt, kann man auf jeden Fall gut mitmachen. Und ich bin ja sehr coverorientiert. Das sprich, also wenn ich ein Cover sehe, was mich anspricht, greife ich erstmal zu. Ja, und das hätte ich hier auch gemacht. Weil ich bin da wahrscheinlich sehr optisch orientiert. Kann man das so sagen? Ich weiß es gar nicht. Aber ich hätte auf jeden Fall zugegriffen, weil mich das Cover einfach mega anspricht, weil diese Farben halt auch so mega fett sind. Ich weiß halt nicht, ob man das so erkennen kann, die ganzen schönen Rottöne. Mega. Und Red Horizon. Ich weiß gar nicht, ob man jetzt unerwartet erscheint. Auf jeden Fall finde ich das sehr geil. Aber bei einem Song würde ich schon gerne noch reinhören. Ist ja nur ein Ersteindruck quasi. Still Alive. Ja, oh Gott. 4, 6, 7. Jetzt haben wir mal etwas schnellere Nummer. Diese E-Gitarre, war dieses Riffing ist geil. Also so ein bisschen schneller. Tut der Band zwischendurch mal ganz gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde die Live auch super. Ich habe die ja damals gesehen. Zufällig, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob ich da angesprochen wurde oder sowas. Nee, glaube ich nicht. Ich bin einfach hingegangen, weil ich irgendein Konzert gesucht habe. Und da waren Way to Fire auch. Und das macht schon Spaß. Wir gehen auf jeden Fall noch in Rising drin. Das ist der letzte Track, um uns mal einen kleinen Ersteindruck zu haben. Bin auf jeden Fall gespannt. T-Shirts gibt es natürlich auch. Da überlege ich mir, würde ich mir gerne eins holen, weil das wirklich sehr geil aussieht. Ich habe letztens gesehen bei Instagram, muss jetzt vor 2-3 Tagen erst gewesen sein, dass die jetzt angekommen sind, die T-Shirts. Habe ich mir extra schon nachgefragt. Finde ich auch die Schrift von Way Too Far sehr geil. Aber ja, man merkt schon, ne? Way Too Far, fahren, sind zwar Melodic Metal, aber schon so mehr, so eher so den Rocking, Melo Rock oder sowas. Melo Rock kann man, gibt's das überhaupt? Aber, oh, dieses Riff, ja. Das ist geil. Das ist richtig geil. Muss ich gar nicht gucken beim Videoschnitt, dass ich das nicht zu leise mache, ey. Okay, komm, ein Track, gehen wir noch rein. Oh, haben wir jetzt die Ballade eventuell erwischt? Schauen wir mal. Oh, Balladen, wichtig. Wichtig für solche, ja, ich sag jetzt mal, Power Metal Bands, also Power Metal würde ich als Oberbegriff, dann teile ich das ja meistens noch in Sommerphonic, Melodic Metal und traditionellen Power Metal. Aha, müsste ich mal gucken, ob das jetzt wirklich die Basada, Answer from Above, könnte vielleicht auch sein, You Can't Hurt Me? Da muss ich selber mal rennen. Auf jeden Fall, Leute.
schönen Bums da mal hinter. Ich weiß noch nicht, ob man das dann im Video noch so hören kann. Nichtsdestotrotz. Gönnt euch jedenfalls Way Too Far mit Red Horizon. Erstmal nochmal vielen lieben Dank nochmal an die Band. Ich glaube, es erscheint am 2. Dezember. Ich versuche, wie gesagt, bei den Xmas Metal Gods am 2. Dezember dabei zu sein. Ich habe meinen Sohn, das heißt, ich kann es nicht versprechen. Und da wird, glaube ich, auch, wenn ich es richtig verstanden habe, die Record-Release-Party von Way Too Far sein. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Das Ganze findet statt im Orwo-Haus, da wo auch All for Metal und Windrose waren. Gönnt euch auf jeden Fall noch ein bisschen was. Und dann hören wir uns auf jeden Fall demnächst wieder. Macht's gut, bis dann und tschüss.